Es ist ein intimes Instrument, ein Instrument, auf dem man gerade im Bereich des Pianos, wie das zum Beispiel in der Musik von Franz Schubert immer wieder eine große Rolle spielt, in sehr vielfältigen Nuancen schattieren kann. Und es hat eine singende Qualität, die mir sehr gut gefällt. Man hat das Gefühl, dass die Töne wirklich lang schwingen. Und für einen Flügel dieser relativ geringen Größe ist es doch erstaunlich, auch was für eine Fülle im mittleren und vor allem im Bassregister vorhanden ist. Das ist wirklich eine besondere Charakteristik dieses Instruments. Wenn man was zurückbekommt von dem Instrument, dann entwickeln sich natürlich neue Ideen. Und das ist ja immer ein Prozess, der sozusagen hin und her geht. Zwischen dem Instrument, dem Raum, in dem es steht, und dem Spieler. Und da merke ich auch, wenn ich jetzt immer mal wieder was probiere auf dem Instrument und es noch besser kennenlerne, dass da wirklich neue Nuancen auftauchen, auch im Kopf, die ich da gerne realisiere. Ich finde allgemein, dass die Flügel, die wir heute probiert haben, ein größeres Volumen als viele andere Flügel vergleichbare Größe haben. Auch gegenüber den anderen Yamaha-Typen gibt es da eine deutliche Veränderung. Das ist bei dem größeren Modell äußert sich das vielleicht in einer etwas noch offeneren und direkteren Klanglichkeit. Hier finde ich es aber sehr schön und charakteristisch, dass trotz der eher kammermusikalisch intimen Atmosphäre, die dieses Instrument hat, trotzdem sehr runde und volltönende Bässe dennoch vorhanden sind, die tragfähig sind und schwingen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auf diesem Flügel Werke von Mozart, Schubert, aber auch Chopin, Debussy, Ravel, auch Johannes Brahms zu spielen. Dieser Flügel hat eben eine große Farbpalette und viele Differenzierungsmöglichkeiten, gerade im Piano-Bereich. Das ist für diese Art Musik wunderbar. Ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel in einem Salon, wenn man dieses etwas altmodische Wort noch benutzen möchte, also ein kleinerer Rahmen, in dem Konzerte stattfinden, auch sehr gerne zu Hause. Das ist sicherlich auch ein guter Ort. Kleine Säle, also letztendlich für Kammermusik gut geeignet und für ganz bestimmtes auch Solo-Repertoire, das vielleicht einen etwas intimeren Zuschnitt hat. Ich würde im Prinzip denken, dass das Instrument auch in Ausbildungsinstitutionen seinen Platz finden könnte. Es ist ja immer so, dass man an diesen Orten Instrumente mit sehr allgemeiner Charakteristik gerne hat, weil man das ganze Repertoire darauf spielen kann. Ich finde es aber durchaus reizvoll, ein Flügel mit sehr charakteristischem Zuschnitt in einer bestimmten Richtung da zu haben. Ich finde, dass es ein Instrument ist, was eine ganze Menge an Potenzial enthält. Und ich könnte mir gut vorstellen, über einen längeren Zeitraum mit so einem Instrument zu arbeiten und denke, dass sich da einiges entfalten wird auch noch, wie das bei guten Instrumenten der Fall ist.